Hallo, liebe Aufrufer. Diejenigen, die fast jede Sendung täglich sich anschauen und auch etwas erwarten, wissen, dass es immer kleine Anknüpfungen gibt und dass dann aber auch das Besondere kommt. Und damit es überhaupt rauskommt und nicht untergeht, muss es immer angebunden werden. Das sind dann auch die Wiederholungsrituale, wie hier zum Beispiel. Wir wissen also, es passiert dieses. Und dann kommt auch schon als nächstes unser gestürzter Pfannkuchen hier. Das Drama besteht darin, dass ich nun gerade vor 2 Minuten in den letzten Nachrichten gehört habe, der Regierungssprecher Seibert, der sich erlaubt hat, auf seinem Twitter-Account Obama und Osama zu verwechseln, der hat jetzt also bekannt gegeben, dass die Freude darüber, dass der Bin Laden getötet worden ist, die Freude, die die Kanzlerin Merkel zum Ausdruck gebracht hat, was dumm und geschmacklos empfunden werden kann, dass er das jetzt gerne richtiggestellt hätte, in dem Sinne, dass er sagt, ja, sie hätte ja noch viele andere Sachen gesagt und die würden ja nicht zitiert. Ja, also tatsächlich, es ist dieser Satz, der nicht geht und der auch durch alle anderen Sätze nicht überflüssig wird, sonst hätte sie den auch nicht gesagt. Und die Arschkriecherei in revanchistische, böse, Rache, kleine Leute, die Frau Merkel wählen sollen, dafür, dass sie als Starke die Kleinen totschießen lässt, diese Ressentimentbedienung im ständigen Wahlkampf des Merkel-Regimes ist uns bekannt und deshalb kommt auch hier dieses berühmte Lied. Blackbird singing in a dead of mine. Oder dieses. Ich stelle das mal aus und wende mich jetzt meinem Stichwort zu, nämlich der definitive Ausstieg des großen, weltweit einer der größten Technikkonzerne Siemens, Ausstieg aus der Atomtechnik, aus dem Geschäft mit atomtechnischen Anlagen. Siemens steigt aus. Dazu sind 2 Sachen. Heute ist der Siemens-Chef Peter Löscher zu seinem Quartalsbericht des Jahres 2011 vor die Presse getreten und hat gesagt, die Prognosen für die Restquartale des Jahres 2011 fallen sogar noch günstiger aus als ursprünglich erwartet. Sie haben also unglaubliche Milliardengewinne gemacht. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Die haben einen Plus von 75%. Das betrifft Auftragsumfang. Aber es hat ja eine Kalkulation, in der sozusagen gewisse Profite in dem Umsatz dann kalkuliert sind, also zu erwarten. Siemens geht es so gut, dass Peter Löscher gesagt hat, ich zitiere das mal hier, das Quartal ist Ausdruck unseres breit angelegten Wachstumsprofils, sagte Siemens-Chef Peter Löscher am Mittwoch in München. Großaufträge für Windparks, Gasturbinenkraftwerke und Stromübertragungstechnik füllen die Orderbücher. Im Industriesektor ragt das Geschäft mit Transportsystemen heraus. Und dann sagt er, die 16 Milliarden Euro in der Kasse, wir lassen uns da nicht zu unüberlegten Schnellschüssen hinreißen. Wahrscheinlich sind Zukäufe im Rahmen des neuen Konzernsektors Infrastructure and Cities, jetzt kommt es, mit dem Siemens sich zum Anbieter von Energie- und Infrastrukturlösungen für die weltweit boomenden Städte aufschwingen will. Die Traditionstochter Osram und tralala. Also mit anderen Worten, Siemens-Chef Löscher sagt, sie wissen gar nicht, wie sie ihr Kassengeld jetzt ordentlich investieren können in gewinnbringende Projekte und sind dabei bei den alternativen Energien als Produzent, jetzt aber auch als Unternehmensgründer sozusagen. Und genau das ist das, was ich schon vor Wochen gesagt habe hier. Der Atomausstieg ist gar kein Problem, sondern es ist die Zukunft unserer Wirtschaft.
Da liegt die Innovation, da liegt die Vernunft, da wird das private Kapital, von dem man inzwischen gar nicht mehr weiß, zu welcher Bank man es denn bringen könnte, da wird es investiert und dort bringt es Gewinne. Das ist genau die Nummer heute, die bei Siemens bekannt gegeben wurde. Und ich kann nur sagen, Atomausstieg ist jetzt nicht abhängig von dieser Einschätzung dieser Lage. Da geht gar kein vernünftiger Weg dran vorbei. Atomausstieg ist jetzt wirklich die Frage, ob unser Regime, unsere von der Atomlobby abhängenden Wirtschaft imstande ist, wirklich jetzt den Nagel einzuschlagen und zu sagen, jetzt richten wir uns mal wirklich nach den rechtsstaatlichen Auflagen, nach den rechtsstaatlichen Festsetzungen, nach den Normen, nach dem Atomgesetz, dann wird ganz einfach ein Gesetz gemacht, in dem das, was in dem geltenden Gesetz steht, nochmal betont wird, nämlich die Atombetreiber müssen die möglichen Sicherheiten, die technisch zu machen sind, einbauen. Und es ist völlig klar, dass die das dann nicht tun werden, weil das so maßlos viel unproduktives Geld kostet, dass die sich sofort von ihrer ganzen Drecksschleudertechnik abwenden werden. Vorausgesetzt ist jetzt, dass dieses Merkel-Regime diese Entscheidung trifft. Und die ist eine nationalpolitische Entscheidung, es ist keine EU-Entscheidung und so weiter. Und es ist die vernünftigste, die es gibt. Die wird sofort bei allen anderen Ländern, die im Jammertal der Atombedrohung sind, auch Folgen haben. Wir haben es doch gesehen. Vorgestern, gestern, heute kann man das überall sich noch angucken in den Videos. Wie mit 4 Hubschraubern die Amerikaner imstande sind, von einem deutschen Flugplatz aus einzufliegen bei dem nächstliegenden Atomkraftwerk, wie sie das sprengen können und wie Deutschland völlig erpressbar und verwüstet ist, von irgendeiner kleinen Hubschraubertruppe bedrohbar. Die Atomkraftwerke sind nicht zu verteidigen. Militärische oder terroristische Anschläge sind nicht abzuwehren. Es besteht auch kein Schutz. Das ist gar nicht die Diskussion, ob ein zufälliger Flugzeugabsturz dann nicht 200 Meter neben dem Reaktor landet, sondern genau an dem Punkt, wo dann die Betonhaube zerschlagen wird. Das diskutiere ich gar nicht, das ist mir zu blöde. Ich spiele auch nicht im Lotto. Nein, hier geht es darum, dass diese Anlagen militärisch sabotierbar sind und keiner kann uns davor schützen. Und da müssen wir nicht über Erdbeben diskutieren. So, das ist die Geschichte und dann habe ich hier die nachzulegen, weil nichts Bedeutendes Neues drinsteht. Frankfurter Allgemeine Zeitung, mein Holzmedium. Das hat aber immerhin folgende Mitteilung im Wirtschaftsteil. Hier Stresstest im Test von Hendrik Kafsack, ist mir kein Begriff. Frankfurt Allgemeine Zeitung vom Mittwoch, dem 4. Mai, Seite 9, Stresstest im Test. Es liegt in der Logik des deutschen Ausstiegs aus der Atomenergie, dass sich die Bundesregierung in der EU für eine strikte Überprüfung aller Atomkraftwerke stark macht. Was für einen Sinn hat es schließlich, die auch im innereuropäischen Vergleich sicheren deutschen Kraftwerke abzuschalten, wenn Nachbarländer wie Frankreich oder Tschechien potenziell unsichere Kernkraftwerke betreiben? Sicherheit ist in diesem Fall unteilbar. Die bei einem Unfall freigesetzte Strahlung macht nicht an Grenzen Halt. Staaten wie Frankreich oder Großbritannien, die der Kernkraft offener gegenüberstehen, haben dennoch kein Interesse an weitgehenden Stresstests, wie nun die ersten Detailgespräche in der EU darüber zeigen. Sie wollen die Kraftwerkbetreiber nicht überfordern und sich bei der Kontrolle nicht von anderen EU-Staaten und der Europäischen Kommission hereinreden lassen. Dass irgendwann ein atomkraftfreies Deutschland Frankreich vorgibt, wie es eine Kernkraftwerke zu kontrollieren hat, ist in Paris kaum zu vermitteln. So werden die Stresstests am Ende derart gestaltet werden, dass sie niemanden schmerzen. Die Bundesregierung wird ihre Schlüsse daraus ziehen müssen. Es ist wiederum ein solcher dummer Artikel, wie man sie jeden Tag bekommen kann von der Atomlobby. Die Behauptung, wenn Frankreich Atomkraftwerke betreibt, dann müssen wir auch welche betreiben. Das Abschalten und das Abbauen unserer Dreckschleudern sei nicht sinnvoll. Auch das immer wieder völlig sachwidrige Argument, die deutschen Kraftwerke seien besonders sicher. Das stimmt definitiv nicht. Wir haben ständig welche, die wegen schwerwiegender Schäden und Unfallgefahren abgeschaltet sind. Wir haben das Problem mit der Entsorgung, wir haben das Problem mit der ständigen Bewachung, alles hier. Und dieses Argument, wenn Frankreich seine nicht abbaut, dann können wir unsere auch nicht abbauen, es ist völlig hirnrissig. So nach dem Motto, wenn in Paris die Häuser brennen, dann müssen wir unsere in Deutschland auch anzünden. Ja, warum eigentlich?
Es ist wohl ein Unterschied, ob auf Hokkaido die Atomkraftwerke havarieren oder in Fukushima. Und wenn da nur 500 Kilometer Unterschied zwischen ist. Also das ist alles Gerede von denen, die nicht kapiert haben, dass es dumm ist und dass Schluss sein muss. Je schneller, desto besser, denn es rechnet sich. Das ist hier die Geschichte und ansonsten fröhliche Flusskraftwerke in Deutschland und der stürzende Pappkopf wird jetzt hiermit aus dem Verkehr gezogen. Schönen Dank für den Aufruf und wenn du denkst, du hast das Glück,